Hauptsache ich gebe einen Semper. Besser als einen Löffel. Jo. Also. Der ist echt scheiße, ja. Ich glaube fast. Der ist echt blöd, ja. Glaubst du? Oh! Oh, das ist glaube ich gut, hä? Der hat echt gut. Der hat nicht gut. Der hat ganz gut gewirkt. Ich hab nicht erfahren. Kannst du dich nicht, wenn der. Wenn diese Teile darüber gehen wie gerade, kannst du dich nicht zwischen. Das klingt jetzt komisch, aber kannst du dich nicht zwischen seine Beine stellen? Weil da ist ja nichts. Vielleicht wirst du dann da nicht angegriffen, so. Nee. Okay. War ja nur eine Idee. Hast du denn noch einen Tenergie-Tank? Nein, das ist. Oh, Jule! Alter, hattest du doch einen das Tank? Das war jetzt echt nein. Bitter. Oh. Oder? Nee, ich hatte keine. Oh, das war geil. Aber wenn du den jetzt von vornherein nimmst, dann nimm ihn hart. Nimm ihn. Okay. Ich bin so dumm, ne? Nö. Och nö, das würde ich nicht sagen. So kannst du das jetzt nicht sagen. Du schaltest manchmal langsam, aber. Das tun wir doch alle. Richtig. Ja. Warum glaubst du denn, dass du dumm bist? Weil ich weiß. Wieso hast du das irgendwie schriftlich? Ich kann dir das schriftlich. Von der geben. Offiziellen Behördenstelle für Dummheit e.V. Das steht so ein rosa Stempel in Rot dumm. Sehr geehrte Frau Julia, nach eingehender Prüfung haben wir Sie für dumm befunden. Mit freundlichen Grüßen. Ich stelle mir das gerade so vor, wie so ein Zertifikat mit echt so einem roten Stempel. Sie sind dumm. Wie bei Resident Evil, Sie sind tot. Steht da, Sie sind dumm. Fuck. Also Stiftung Warentest sagt, ein sehr aussagekräftiges Urteil. In der Tat. Das fand der Dennis ja auch ganz cool, das Bild. Ja. Sieht doch einfach so dumm aus. Und das von Christoph auch, mit seinem komischen Auge da. Oh Gott. Es sah aber so aus. Und dann, ich schreibe ja dann immer so in den Chat und dann ist die Drucktaste ist ja nicht weit. Dann mache ich eben schnell einen Screenshot. Ich habe auch noch zwei, drei andere von Christoph, die immer da rumspraddelt. Das fand ich auch gut. Wie eine Quaddel. Aber was gestern wieder creepy ist, oder was generell creepy ist, wenn er offline ist und du hast das Fenster noch offen, den Streamfenster, dann hast du immer so ein paar Frames von Dennis, wo er noch so rumzappelt. Und das war, ich hatte gestern auch erst in dem Browser-Spiel zugemacht, ich glaube eine Stunde später oder was, und er zappelte da immer noch rum. Und ich hatte, das sieht irgendwie etwas creepy aus. Schön. Dennis, wenn du das hörst, hörst du das? Ich fand das auch so geil. Er sagte ja, bitte erinnert mich dran in der nächsten Pause, dass ich das Unboxing machen will, ne? Ja. Und ich schreibe dann der Unboxing hin und er fängt gerade einen Satz an zu reden und bitte das Unboxing. Und dann hat er das Headset weggeschmissen und ist rausgerannt. Und dann so danke und war weg. Das kam so cool. Aber man kann ja sagen, was man will über ihn, aber ich glaube, das Gedächtnis ist nicht so das Beste von ihm. Nee, das kann ich aber sehr gut nachvollziehen. Was manche Sachen angeht, ja, ja. Das kenne ich von mir nur zu gut. Wobei, ich muss sagen, also so die letzten Male, wo wir uns verabredet hatten für irgendeine Aufnahme oder sowas, hat er dran gedacht von selbst. Also da war ich schon positiv überrascht. Dennis, wenn du das hörst, ich war positiv überrascht. Ja. Also wir vier, schließt Dennis jetzt mal ein, sind ja auch alle bei Legend of Grimrock 2 dabei. Da bin ich mal sehr gespannt. Das wird bestimmt schön. Also, was natürlich echt cool wäre, ist, wenn er das Spiel auch für sich entdecken würde, so. Ja. Also er kennt ja zumindest so die Kategorie. Ich habe ja nach Dungeon Crawler gefragt und er meinte, ja, also Eye of the Beholder kennt er zum Beispiel. Ah ja. Ich sag, ah, guck mal an. Ja. Kennst du auch Dungeon Crawler, Jule? Nein. Wenn du schon so überlegen musst, dann nein. Nein, das ist. Ich frage am Überlegen, Oblivion kann man eigentlich nicht dazu zählen. Nee, Oblivion nicht, nee. Nee. Ah, ich hätte auch mal Bock auf Legend of Grimrock, ehrlich gesagt. Ja, kannst du ja gerne. Du hast auch so viele Spiele Bock, habe ich gestern im Stream mitgekriegt. Habe ich, ja. Habe ich. Ja. Erstmal möchte ich. Aber denk dran, fang nicht 28 Projekte auf einmal an. Erstmal möchte ich. Ich sag's doch, ist doch nur lieb gemeint. Erstmal möchte ich jetzt das. Wie drücke ich das jetzt aus?
das sehr launige Zelda-Spiel fertig bekommen. Was ist denn daran so launig? Ich weiß nicht, irgendwie habe ich da nicht so, ich komme da nicht so mit zurecht. Bin zu also schlecht. Du bist doch bisher auch damit klargekommen. Ja, also weil ich Gäste dabei hatte. Ja, aber ich kann ja gern wieder zu Gast sein. Oh, weil ich gebe ganz ehrlich zu, das muss ja auch nicht so die Mehrheitsmeinung sein oder was, aber ich bin einfach zu doof für das Spiel. Ich bin nicht so der Typ für so Spiele irgendwie anscheinend, also bin da irgendwie zu doof für. Ich habe in diesen Dungeons, da habe ich zwar so eine tolle Karte, aber ich habe keinen Überblick, ich kann mir nicht merken, wo welche Räume sind, das ist schrecklich. Mag zwar sein, dass die Leute zum Zusehen das irgendwie lustig finden oder so, mich stört das. Bei Obscure kommst du mit der Karte aber zum Beispiel sehr gut zurecht. Die Karte ist auch sehr gut, ja. Nur bei Zelda, die Karte ist natürlich auch nicht schlecht, die sagt dir halt, okay, in dem Raum ist noch eine Kiste oder in dem Raum ist noch das und das. Mhm. Aber, ja, weiß ich nicht, irgendwie... Naja. Ich meine, das Spiel an sich ist ja nicht schlecht, so ist das nicht, aber ich bin halt einfach zu doof dafür. Ist halt so. Ich werde noch irgendwann feststellen, ob ich für Fallout zu doof bin. Ja, ich glaube, für sowas bin ich auch zu doof, ehrlich gesagt. Obwohl, ehrlich gesagt, ich glaube einfach, ich hab's nicht so mit 2D-Spielen. Leider. Ich bin eher so der 3D-Typ. Da bin ich halt mehr mit aufgewachsen und da komme ich besser mit zurecht, muss ich sagen. Kann ich mich auch irgendwie besser orientieren. Das ist bei mir leider genau andersrum. Ja, aber das ist doch gut, dann ergänzen wir uns doch gut. Das ist doch schön. Ja, das stimmt. Weil du auch eher mit 2D-Sachen aufgewachsen bist. Ja, eben. Ja. Da kommt die Kindheit wieder ins Spiel. Das ist so. Und dass du ein paar Jahre Vorsprung hast. Bisschen, ja. Ja, ein bisschen. Ja, ein bisschen. 6 Jahre. Ja. Ist auch nicht die Welt. Nein, ist es nicht. Ich sag mal, wenn man jetzt den Unterschied nimmt von 12 zu 18, ist das schon eine Welt. Das ist, ja okay, das stimmt. Das ist schon wieder was ganz anderes. Dann ist das schon ein ganz anderes Universum. Julle? Hm? Ich finde, du machst das da gerade gut. Ich glaube, wir machen das auch gerade echt gut, weil wir Julle nicht ablenken und wir sprechen über so... Ich glaube, das gefällt ihr ganz gut. Das hatte ich eigentlich nicht so geplant, aber ist ein schöner Nebeneffekt. Pass auf, jetzt kommt der letzte Schuss gleich. Der letzte Schuss. Leute. Ah. Yay! In your face, Biatch. Ah, und ich habe noch einen Energietank. Mega Man! Mega Man! Das sieht irgendwie wie viele Level kommen denn jetzt in diesen Endbereich? Wie bei Skullmonkeys das Ding, finde ich. Das hat so ein bisschen was von Skullmonkeys. Ja. Das Gebäude. Ja. Ist das jetzt ein neues Level direkt? Ja. Oder? Aha, okay. Kriegst du nicht nach einem Endboss, kriegst du nicht mal ein Passwort? Bei dem Castle nicht. Achso. Das heißt, oder du musst, wenn wir sterben vielleicht. Aber du musst dann, musst du den Rest jetzt in einen Rutsch durchschaffen, oder wie ist das? Ja, sterben. Sterben darf man schon. Achso, nur halt. Ich weiß nicht, ob wir dann ein Passwort für die jeweilige Stage bekommen oder ob das dann nur ein Passwort für den Anfang des ganzen Castles ist. Okay. Aber jedenfalls bei Mega Man 2 war das so, dass das für den Anfang des Castles ist. Das fand ich nämlich damals nämlich nicht so toll. Fandst du irgendwie nicht so geil? Ich wollte es auch gerade sagen. Wahrscheinlich. Man kennt den Boss. Schön. Aber ich muss jetzt echt alles aufnehmen wieder. Ich habe von kaum noch irgendwelche Folgen, von kaum irgendwelchen Sachen. Ja, geht mir auch so. Also ich habe jetzt ja heute den Rest von Silent Hill aufgenommen und es sind noch 7 Folgen geworden. Und die reichen genau bis Freitag. Ja, vor allem, das ist jetzt die ganze Woche schon komisch gewesen. Ich wollte eigentlich jeden Tag irgendwie Frontschwein oder so aufnehmen. Und es ist immer irgendwas anderes dazwischen gekommen. Ja, ich kenne das. Dann irgendeinen Tag hatte ich mehr Lust, einen Vlog zu machen. Da hatte ich nicht so Lust, ein Let's Play aufzunehmen. An einem anderen Tag hätte ich eigentlich Lust und Zeit gehabt. Dann kam dann aber, kannst du mal eben das machen und das machen? Dann habe ich das natürlich erst gemacht. Ja, und dann eigentlich wollte ich heute das aufnehmen. Dann habe ich aber gesagt, komm, schreibst du lieber erstmal einen Lebenslauf für einen Nebenjob und sowas. Das ist wichtiger. Mhm. Ja, und dann dachte eigentlich, kriege ich das schneller hin. Aber dann hat es mit der Formatierung Probleme gegeben. Dann musste ich den nochmal neu machen. Und dann... Das spielt mir eigentlich nächste Woche richtig gut in die Karten, dass Karfreitag ist. Dann kann ich nämlich Freitag schon mal das neue Projekt aufnehmen. Das passt. Karfreitag, der Autofreitag. Das wäre eigentlich total, wenn ich so ein Autotuner wäre und ich würde so ein Autotuner-Treffen veranstalten. Ich glaube, ich würde den Karfreitag dafür nehmen. Ne?
Hä? Warum ist der weg? Der Karfreitag ist doch da, hör mal. Nee, der ist nicht weg. Der kommt ja erst noch, Jule. Heute Nacht klauen sie uns wieder eine Stunde, ich find das scheiße. Ach, so. Ach ja, stimmt. Penn aus, ey. Wieder eine Stunde weniger, Penn. Ist passiert. Ich find's ehrlich gesagt eher beschissener, dass es überhaupt umgestellt wird, immer wieder. Ja, das finde ich richtig kacke. Warum muss man den Scheiß überhaupt machen? Das ist ja Anfang des 20. Klar, Jahrhunderts weiß, war das, glaube ich. Ursprünglich. Ja, da ja. Hat es ja auch noch Sinn gemacht. Aber nee, eigentlich auch nicht. Ja, aber über 70% der Bevölkerung sind dagegen. Ja, weil toll. Es hat auch keinen objektiven Nutzen. So, nicht für nee. Tiere die und alles und generell. Aber das ist halt... Es sollte ja ökologisch sein und es sollte ja so ein bisschen energiesparend wirken und sowas alles für Elektrogeräte und so weiter und so fort, aber es hat einfach keinen Nutzen gehabt. Und es ist aber immer noch, ja, es ist immer noch da. Ja. Was ist los mit dir, Alex? Ich fand dein Geräusch eben nur zu geil. Uah, kam also im Hintergrund. Ey, das erinnert mich gerade ein bisschen an Frogger. Ich könnte aktuell jeden Tag baden gehen. Macht so Spaß. Ja. Ja. Ja, das hat der Dönes ja gestern auch gesagt. Ne? Er kann uns verstehen. Er mag das ja auch baden zu gehen. Ja, er mag uns beide so gerne, weil wir auch gerne baden. Ich gehe lieber bei Dennis baden. Bei mir, also mit Rasierer. Bei uns finde ich das irgendwie, weiß ich nicht, so nicht entspannend. Mit Rasierer. Die Begründung fand ich ja gestern auch so geil. Ich dachte, da kommt jetzt was richtig Tolles. Weil er kam dann so mit raus und dachte, ja, ich könnte euch jetzt ja mal verraten. Wisst ihr, warum ich so viele Rasierer habe? Ja. Und alle lauschen. Ja, die Julle hat ja auch Haare. Und das war die ganze Begründung dann. Und ich denke, da kommt jetzt was richtig Großartiges. Ja, und dann hinterher sagt er aber noch irgendeinen Satz mit Shen. Da hatte ich nicht so ganz hingehört. Ich dachte, hat er auch einen für Shen da liegen? Was ist da los? Jeder hat seinen eigenen Rasierer. Christoph hat auch noch irgendeinen da rumliegen. Wir müssen unsere da auch noch deponieren irgendwann. Ich finde das aber so geil, von wegen mit diesem Duschschlauch, den er dann noch hat, an der Badewanne, diesen alten Weißen da. So nach dem Motto, ja, ich muss ja die Wohnung nochmal übergeben, so wie ich sie vorgefunden habe. Ja, ja. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Leute das stören würde, wenn da ein neuerer Schlauch dran wäre. Nö, wahrscheinlich nicht. Ganz im Gegenteil, glaube ich. Ich glaube, die wären ganz froh. Aber man kann das ja auch so sehen, es ist ja besser, das Neue dann mitzunehmen, wenn du ausziehst und das alte wieder einzubauen. Eigentlich schon, ja gut, klar. Dann kannst du das Neue ja behalten. Ja, ja. Wenn die mit dem alten Kram zufrieden sind, dann jo, wird das auch wahrscheinlich auch so machen. Ja. Ja, ja. Heute ist ein richtig schöner Tag. Heute ist so ich ein schöner Tag. Nein. Weil ich bin, erstens bin ich total fröhlich, dass Silent Hill so gut geklappt hat. Dann habe ich mir gedacht, oh, jetzt lief das so gut heute. Jetzt versuchst du dich nochmal an deiner Surround-Anlage, weil die läuft schon seit Monaten nicht mehr. Die hinteren Boxen sind einfach tot. Ich denke, das kann nicht wahr sein. So, jetzt hatte ich mir extra auf Verdacht einen neuen Verstärker gekauft. Also einen neuen alten. Ich habe ein ziemlich altes System hier. Mhm. Und habe den Verstärker ausgetauscht. Alles, das Kabel abgemacht, an den neuen rangestöpselt. Die hinteren Boxen immer noch tot. Ich denke so, jetzt drehst du durch, habe ich so gedacht. Dann habe ich die kompletten Kabel, die ich hier hinter meine Schränke verlegt habe, rausgezogen. Von einem Lautsprecher. Yes. Er hat die Kabel rausgezogen. Hat er gemacht, yes. Ja, dann habe ich das komplett ersetzt. Das war nämlich schon dreimal gelötet. Dann habe ich ein neues da lang gezogen und dann ging das tatsächlich. Und das Witzige ist, auf einmal ging die andere Seite auch wieder. Und ich denke, an dem Kabel hast du jetzt gar nichts gemacht. Und jetzt habe ich alles wieder hingestellt. Ich habe bestimmt 3 Stunden gebraucht für den ganzen Scheiß, aber jetzt habe ich endlich wieder Dolby Surround hier. Yeah, ja. Dolby Surround. Jetzt kann ich wieder Musik und Filme gucken mit richtig geilen Klang. Ja! Oh, das ist schön, ey. Ja, hier ist mein Spulchen. Aber echt, das ist einfach nur geil. Und jetzt nehme ich mit euch beiden auf. Das ist auch so schön. Das freut mich für dich. Ja. Ist es richtig schön, das Wochenende. Ja, nehmen. Ja. Hab ich auch. Nimm zwei. Nimm Vitamine zwei und Naschen. Wow.